Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Batman Arkham City. Hier drüben! Wir müssen jetzt langsam mal die Geiseln befreien. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal an dieser Stelle. Das heißt, einfach mal hier runter und dann zu den Geiseln hey, rüber. Batman. Informationen haben wir auch wieder ein paar bekommen. Mal gucken, was die Geiseln uns zu berichten haben. Hey, ihr. Ich habe gesehen, wie du aufgeräumt hast. Wahnsinnsarbeit, Mann. Ich bin Tom, Tom Miller. Sie gehören zu Gordons Einsatzkommando. Hab Ihre Akte gelesen. Hast du? Ich meine, natürlich, Sir. Cobbleport hat diesen Ort in eine Festung verwandelt. Wir müssen von irgendjemandem verpfiffen worden sein. Wir wurden geschnappt, anschließend hergebracht und dann gehörig verdroschen. Sie sind sicher. Jetzt gelten nur noch zwei Personen als vermisst. Was ist mit der Iceberg Lounge? Cobbleport hat uns gerne dorthin gebracht, um uns weiter zu verprügeln. Wenn du Glück hast, findest du sie dort. Okay. Okay, zuhören. Nur noch mal zur Info. Batman hat unsere Ärsche gerettet. Ab jetzt kontrollieren wir diesen Raum. Keiner geht rein oder raus. Was ist mit dem kleinen Bastard, der uns das angetan hat? Ich will Rache. Die kriegst du. Wir schnappen uns Waffen und warten hier, bis Batman den Rest von unserer Gruppe hat. Dann zahlen wir's Cobbleport heim. Michaels, schnapp dir eine Waffe und geh auf Patrouille. Kein Problem. Sanchez, sichere den Haupteingang. Sorgen wir dafür, dass wir hier heil rauskommen, okay? Wenn ich einen von den Bastarden sehe, ist er tot. Wir machen's nach Vorschrift, Jungs. Gordon hätte das so gewollt. Wir sind besser als diese Leute. Okay, wir haben das also hingekriegt. Ach, guck mal an, da ist noch eine Trophäe. Haben wir die schon gescannt? Ich weiß es gar nicht. Trophäe ist bereits markiert. Okay. Gut, jetzt gucken wir mal eben auf die Map. Was haben wir denn da? Unter uns ist irgendwo eine. Oder über uns? Naja, über uns anscheinend nicht. Wir müssen mal eben kurz runter. Ein Stockwerk. Weil ich will mal eben kurz gucken, wo könnte denn hier die Trophäe sein? Ach, da ist ein Pinguin. Zack, weg mit dir. Wo ist diese Trophäe? Die muss irgendwo da sein. Hä? Bin ich jetzt doof? Da oben vielleicht irgendwo? Hier ist noch was zum Kaputtmachen. Hä? Wo ist denn die Trophäe? Mehr in die Richtung, wa? Kurz gucken. Irgendwo da muss sie sein. Jetzt ist sie wieder da, irgendwo hinter uns. Das ist ja fabelhaft. Die haben verdammte Raketenwerfer. Irgendwie ist... Oder ist die doch auf dem... Moment. Nee, ich sehe hier aber so keine. Ich verstehe es gerade nicht. Riddler-Trophäe. Aber wo? So. Ist sie vielleicht oben auf dem Mammut drauf? Gucken wir mal eben, ob wir aufs Mammut hinkommen. Ja, wir sind jetzt am Mammut dran. Aber hier ist keine Trophäe. Hinter uns. Gibt es noch einen Stockwerk tiefer? Wer sind diese Leute? Das sieht aus wie ein Infrarotsichtgerät vom Militär. Interferenzgeneratoren. Man muss nur einen Schalter umlegen und schon wird aus einem technisch perfekt ausgerüsteten Angreifer ein Höhlenmensch, der Schutz im Dunkeln. Ich bin gerade ein wenig ratlos, wo diese Trophäe ist. Entweder bin ich einfach zu blöd und ich finde die nicht, oder ich bin blind. Aber wir kommen hier auch... Pinguin dieses Zeug her. Mien. Wer hat schon Mien?
Die hier hinten ist klar, da kommen wir nicht hin. Allerdings die Trophäe, die jetzt hier auf der Map ist, ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Ja, warte mal. Kann ich das nicht markieren? Nee. Warte mal, oder könnten wir hier vielleicht unten drunter durch irgendwie... Nee, hier ist aber auch nichts. Das ist aber... Gordon hatte recht. Automatische Schrotgewehre. Mit dem Mist, den wir beim Posten haben, können wir dagegen nichts ausrichten. Wir hocken hier wie auf dem Präsentierteller. Das finde ich jetzt aber sehr seltsam. Was ist jetzt hier mit dem Ding? Moment. Da passiert gar nichts. Da passiert auch nichts. Okay. Ach, was ist das denn? Jetzt sehe ich's. Da ist es, das Ding. Da haben wir's. Das hat jetzt aber auch gedauert, bis ich das gesehen habe. Ist ja irre hier. Boah, sehr schön. Dann haben wir die Trophäe auch schon mal gefunden. Meine Fresse, das war jetzt aber auch ein hartes Stück Arbeit, die zu bekommen. Gut. Jetzt drücken die da auch drauf rum, ist ja lustig. So, das haben wir. Was ist das noch? Ach, ein zerstörbares Objekt. Gut, hier in dem Raum sind wir dann erstmal fertig. Alles andere kriegen wir nur mit Catwoman oder halt mit Batman, wenn wir dann anderes Equipment haben. Was zum Teufel ist das? Nein, wir gehen hier erstmal wieder raus. Er hat irgendein... Halt, Moment, scheiße. Warum habe ich das jetzt gemacht? Wir sollten doch mal eben den Anzug vom... Sehen nichts Böses, hören nichts Böses. Wir sollten uns vielleicht nochmal den Anzug vom Mr. Freeze angucken. Das müsste ja der hier sein. Bis auf den Anzug keine Spur von Freeze. Ohne ihn überlebt er nicht. Ich muss ihn finden, bevor es zu spät ist. Okay, das ist der Anzug, mehr hat er nicht. Mr. Freeze haben wir ja an sich auch schon gefunden. Ich werde aber jetzt erstmal gucken, dass wir zum Joker hinkommen. Und wo war noch der Ausgang? War der hier oben oder war der unten? Hier oben war's. Aber warte mal, nichts hören, nichts sehen. Müsste ja theoretisch auch noch irgendwie ein Geheimnis sein. Scharfschützengewehre haben die also auch. Da ist nichts. Wir müssen, irgendwo müssen wir was fotografieren. Das ist es auch nicht. Das sind alles Gewehre. Was bist du? Einfach nur so ein Knochen. Warte mal, du da vielleicht? Nee. Was ist denn hier noch auf der Seite? Ob wir da noch irgendwas fotografieren können? Hier sind genug Sturmgewehre, um den ganzen Bezirk niederzumähen. Das ist kein Objekt, was wir brauchen. Da ist auch nichts. Da müssen wir wahrscheinlich hier unten mal gucken, ob da irgendwas ist. Es muss ja irgendwas Offensichtliches sein. Dieses Nichts hören, nichts sehen, das muss ja eigentlich was mit diesen komischen Äffchen zu tun haben. Hier ist auch noch was wir bestimmt aufmachen können irgendwann mal. Was haben wir da? Schmetterlinge. Ich bin gerade ein wenig überfragt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was haben wir da hinten noch? Hier ist alles gesichert, Boss. Gute Arbeit, Michaels. Ah, hier haben wir es. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Das war das Bild. Sehr schön. Die Couple-Pot-Fehde 5 von 5. Und wir haben einen Stufenaufstieg. Dann gucken wir uns doch einmal eben kurz schnell an, was wir da haben.
Was haben wir denn? Wärmesichttarnung. Verstärkter Gleit. Oh, Entschuldigung, Angriff. Die Wärmesichttarnung, was sagt die denn? Mithilfe der Wärmesicht-Signaturtarnung kann Batman sich für Feinde mit Infrarotsichtgerät unsichtbar machen. Dies funktioniert aber nur so lange, wie er sich nicht bewegt, während er gescannt wird. Wenn Batman sich während des Scans auf einen Aufsichtspunkt oder zu oder von ihm weg bewegt, wird er trotzdem entdeckt. Finde ich geil, nehmen wir. Da brauche ich gar nicht lange drüber nachdenken. Nehmen wir auf jeden Fall. Am Moment, war da auch eine Info, was wir dafür drücken müssen? Das wäre vielleicht auch noch gar nicht mal so schlecht. Okay, da steht nichts bei, ob wir da irgendwas drücken müssen, aber anscheinend funktioniert das automatisch. Gut. Wie ist Cobblepot denn an Granaten gekommen? Das heißt für uns, wir machen uns jetzt auf den Weg zum letzten Bereich. Und dann werden wir mal Mr. Freeze befreien. Den Anzug haben wir jetzt gesichert. Mr. Freeze an sich haben wir auch gesichert. Das war hier das, die Riddler-Trophäe. Das war falsch. Hä? Wow. Junge, mach keine Scheiße. Wir müssen jetzt in die Richtung. Kann das sein? So, da mal loslassen. Ziehen wir uns mal hier rüber. Loslassen und wir ziehen uns darüber. Sehr schön, jetzt kommen wir da auch hoch. Und jetzt sind wir hier bei der Lounge. Wo ich aber erstmal hier auf der Seite gucken wollte. Ach, guck mal einer an, da ist sogar noch sowas. Kriegen wir das Teil denn da raus? Nein! Bist du doof? Nein, jetzt stirb nicht! Bitte, Junge! Oh Mann! Du solltest doch nur aufs Geländer draufklettern und nicht, boah, der ist so hohl. Schneidet ihm die Maske vom Gesicht! Seid nicht allzu vorsichtig dabei! Bitte, bitte, sag mir nicht, ich muss da den ganzen Scheiß jetzt nochmal machen, dann dreh ich durch. Springt der einfach ins Wasser rein, der Vollhorst. Sind wir hier jetzt richtig? Ich weiß, ja doch, wir sind hier richtig. Gott sei Dank, es ist nicht ganz so viel verkehrt gelaufen. Die sitzen jetzt hier oben. Und wir müssen mal darüber. Okay. Fangen wir damit an. Jetzt dahin, das würde mich mal interessieren. Kommen wir hier hoch? Ne, da kommen wir nicht hoch. Wie kriegen wir denn diese Trophäe da? Hä? Wir müssen doch irgendwo an diese, irgendwie an diese Trophäe kommen. Ich scanne die jetzt erstmal. Ach, die haben wir schon. Wieso haben wir die denn schon wieder markiert? Irgendwie komisch. Naja, wir gucken erstmal, was der hier mit der Geisel gemacht hat. Der alte Saftsack. Was haben wir hier? Ist das doch bestimmt wieder was zum Fotografieren, oder? Nicht? Das finde ich jetzt aber seltsam. Na gut. Da ist nichts, da ist nichts. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Batman, ich weiß, dass du es bist. Was ist?
Bist du endlich Manns genug, mich zu suchen? Dann viel Glück! Kappelpunkt. Stehen bleiben, wow. Du Idiot! So ist der Pinguin nicht zu schlagen. Ich muss irgendwie seine Waffe ausschalten. Vielleicht kennt ihr Erbauer die Antwort. Okay, wir müssen also zu Mr. Freeze. Wir müssen also zu Mr. Freeze, sonst wird das nichts mit der Waffe. Das heißt, wir müssen erst nach rechts rum. Das wäre theoretisch hier runter. Und dann hier übers Eis. Wir müssen jetzt wahrscheinlich erst zu Mr. Freeze, dann müssen wir seinen Anzug holen und dann müssen wir den Anzug zu Mr. Freeze bringen oder sowas in der Art. Oder Mr. Freeze zum Anzug, je nachdem. Scheiße, da komme ich jetzt gar nicht drauf, wa? Nochmal näher ranziehen. Nicht, dass wir gleich ins Wasser fallen, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Das war falsch, da wollte ich hin. Ob wir vielleicht die Waffe dann später für uns nutzen können? Weil wir haben ja draußen in Gotham City auch noch irgendwie was, wo wir uns irgendwie ranziehen können und so. Da bin ich ja echt mal gespannt drauf. So, wir können schon mal das Gerät auswählen, weil das brauchen wir gleich. Brüder, Waffenbrüder im Krieg, wer ist? Keine Ahnung was. So, da wieder durch. Gucken wir hier mal. Brüder in Waffen, Brüder im Krieg. Warte mal, hatten wir hier nicht noch irgendwas? Ah, da, auf der gegenüberliegenden Seite ist irgendwas. Da. Brüder in Waffen, Brüder im Krieg. Wer ist rechts, wer links? Arkham City Story ansehen. Die Abramowitsch-Zwillinge oder was das da sein soll. Gut, sollen wir recht sein? Wir aktivieren erstmal das Ding hier. Gucken, was passiert. Jokers Heilmittel. Wo ist es? Vergiss den Clown. Ich will Cobblepot. Er hat meinen Anzug, meine Waffen. Ich werde ihn für das, was er mir angetan hat, töten. Ich übernehme Pinguin. Du solltest dich auf das Heilmittel konzentrieren, sonst sterben unschuldige Menschen. Du verstehst es nicht. Ohne ihn werde ich meine Arbeit nicht vollenden können. Ich muss ihn haben. Es hängt alles davon ab, Batman. Einfach alles. Pinguin schützt sich gerade mit deiner Kältekanone. Wie überliste ich sie? Sehe ich aus wie ein Narr? Wieso sollte ich ausgerechnet dir das sagen? Weil ich dir deinen Anzug nur holen kann, wenn ich heil daran vorbeikomme. Denk drüber nach, Victor. Du siehst schlecht aus. Was wird aus Nora, wenn du sterben solltest? Lass ja meine Frau aus dem Spiel, Batman! Mach nicht den Fehler, das hier falsch zu verstehen. Wir sind keine Freunde. Nein! Heute ist kein guter Tag, um mich zu ärgern, Victor. Nein, nicht! Ich habe einen Sicherheitsunterbrecherchip im Anzug eingebaut, damit niemand die Waffe gegen mich einsetzt. Hat ja toll funktioniert. Wieso besorgst du dir nicht den Sicherheitsunterbrecher und findest selbst heraus, wie du ihn stoppen kannst? War mir ein Vergnügen, Victor. Konzentrier dich auf das Heilmittel. Ich hole deinen Anzug zurück. Krass, Batman ist ganz schön erbarmungslos geworden. Stelle Pinguin in der Eis... In der Eisberg-Lounge.
hole den Sicherheitsunterbrecher aus dem Anzug von Freeze, um seine Waffe zu deaktivieren. Ja, das machen wir selbstverständlich auch. Das werden wir jetzt auch noch als nächstes machen. Denn gut ist, dass wir da schon alles befreit haben vor bösen Vasallen. Jetzt ist nur die Frage, müssen wir nochmal zu Mr. Freeze zurück? Englische Slang schon, ja? Nein, ob wir nochmal zurück. Anscheinend beginnt das Eis aufzutauen. Ach du Scheiße. Das ist jetzt aber ein bisschen uncool. Andererseits vielleicht gar nicht so verkehrt. Das Eis taut und wir können uns hier durch die Gegend ziehen. Hä? Kommen wir denn jetzt da vielleicht durch? Moment. Naja, aber durch kommen wir hier immer noch nicht. Wir müssen auch das Wasser noch irgendwie wegbekommen. Ich wüsste aber nicht wie. Vielleicht von unten durch oder so? Warte mal, wir können das Wasser doch bestimmt irgendwie ablassen, oder? Naja, gucken wir erstmal. Hier gehen wir wieder hin. Und dann auf die andere Seite. Reicht das schon? Ja, das reicht schon. Dann können wir darüber. Wenn das Wasser hier taut, dann müsste es ja eigentlich auch mittlerweile ein bisschen wärmer geworden sein. So, und hier einmal durch. Leute, ich bin schießt nicht auf mich. Das ist also der berühmte Freeze-Anzug. Leider. Was machst du da? Wenn ich weg bin, warten Sie 10 Minuten und bringen das zu Freeze. Er ist dann keine Gefahr. Kein Problem, Batman. Freeze Sicherheitsunterbrecher wird dazu eingesetzt, um aus der Distanz Freeze Waffentechnik zu deaktivieren. Die Entfernung zum Ziel muss dabei möglichst gering sein. Okay, wir haben ein neues Gadget. Das wäre hier dieses Gadget, der Sicherheitsunterbrecher. Und jetzt sollen wir zur Launch, wo der Pinguin ist. Da machen wir uns jetzt auch hin auf den Weg. Beziehungsweise, liebe Freunde, ich werde jetzt hier noch eben den Raum verlassen und dann gucken wir uns mal nochmal ein paar Charakterbeschreibungen an. Das haben wir ja jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht, aber wir haben ja jetzt auch schon länger keine mehr bekommen. Ich würde sagen, schauen wir doch einfach mal, was haben wir denn so alles an neuen Sachen? Da wären wir. Wir hätten zum einen einmal Oracle. Richtiger Name Barbara Gordon, wissen wir mittlerweile, ist die Tochter von James Gordon, dem Commissioner Gordon. Beruf Informationshändlerin, Standort Gotham City, Augenfarbe, wie soll es auch anders sein, wie immer blau, Haarfarbe rot, 1,80 Meter groß, 57 Kilogramm schwer und zum ersten Mal aufgetaucht in den Detective Comics Nummer 359 vom Januar 1967. Gotham City Police Commissioner James W. Gordon hatte seine Tochter Barbara Gordon verboten, dem Gotham City Police Department beizutreten. Aus diesem Grund wurde sie Batgirl und kämpfte jahrelang an der Seite von Batman. All das fand ein Ende, als Joker ihre Wirbelsäule durchschoss. Von der Hüfte abwärts gelähmt und an den Rollstuhl gefesselt, wählte Barbara Oracle als ihre neue Identität. Sie steht dem Dark Knight nun mit ihren Computerkenntnissen zur Seite und versorgt ihn, während er das Verbrechen bekämpft, mit den
steten Fluss von Informationen. Eidetisches Gedächtnis kann sich alles, was sie sieht und liest, merken. Weitläufiges Hauptquartier im Uhrenturm von Gotham City. Erstklassige Fähigkeiten im Umgang mit Computern und beim Hacken. Das ist also Oracle, aber ich glaube, Oracle kennen wir ja auch schon aus dem ersten Part, denn dort hat sie uns eigentlich die ganze Zeit geholfen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Oder war das der Butler? Nee, Oracle war das, glaube ich, im ersten Part. Beziehungsweise in Arkham Asylum. Und hier haben wir James W. Gordon, Polizeichef. Standort Gotham City, auch Augenfarbe blau, weiße Haare, vormals braun, 1,83 Meter groß, 72 Kilogramm schwer und aufgetaucht zum ersten Mal in den Detective Comics Nummer 27 im Mai 1939. Polizeichef James W. Gordon war seine Karriere dem Kampf... Was? Achso, hat seine Karriere dem Kampf gegen die Korruption im Gotham City Police Department gewidmet. Genauso hart wie gegen die Korruption ging er gegen das Verbrechen vor. Sein Ziel ist es, Gotham City für all seine Bewohner zu einem sicheren Ort zu machen. Dabei kann er sich auf die Mithilfe seines geheimnisvollen Mitstreiters namens Batman verlassen. Dadurch hat Bürgermeister Sharp Arkham City ins Leben gerufen. Dadurch hat Bürgermeister Sharp Arkham City ins Leben gerufen und die meisten Aufgaben in Sicherheitsbereiche an Tigerwachen übertragen. Was? Dadurch, dass Bürgermeister Sharp Tigerwachen übertragen hat, wurde Gordon immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Trotzdem ist er noch stets ein Verbündeter von Batman. Ja, das war jetzt nicht so pralle vorgelesen, es tut mir sehr leid, hier haben wir auch noch neue Informationen, die lesen wir aber dann auch erst später, weil wir haben hier 1 von 3, hier haben wir 2 von 2, da fehlt anscheinend noch 1 von 2, das hatten wir glaube ich schon gewesen, genau, das Ärzte-Team hatten wir schon gelesen, wenn ich das richtig sehe, nachdem es aufgrund der schlechten Medizin, das kennen wir schon, Kalenderman kannten wir auch schon, haben wir auch gelesen, und das müssten hier 4 von 5 sein, 5 von 5, und hier haben wir noch 1 von 2, das heißt, das lesen wir im Moment auch nicht durch. Gut, liebe Freunde, damit hätten wir auch das abgehakt. Wir haben die nächsten 2 Charakterprofile gelesen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr bis hierhin Spaß hattet. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit dem Pinguin und Batman, dann schaltet doch einfach morgen zum nächsten Part von Arkham City wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.